Messen Sie für die Bestellbreite das Rahmeninnenmaß zuzüglich der Glasleisten. Somit erhalten Sie je nach Leistenbreite einen Überstand zwischen 1 bis 3 cm pro Seite. Achten Sie darauf, dass die Jalousie im montierten Zustand problemlos am Fenstergriff vorbei runtergelassen werden kann, ohne am Griff anzustoßen. Die Bestellhöhe wird durch das Messen der Oberkante vom Fensterflügel bis ca. 2 cm unterhalb des Rahmeninnenmaßes ermittelt. Bei der Montage der Jalousie auf den Rahmen sollten die Träger vorab angezeichnet werden. Vermeiden Sie das Setzen von Trägern oberhalb beweglicher Mechanikteile im Oberkopf der Jalousie. Der Träger wird mit zwei Schrauben auf dem Rahmen fixiert und der Arretierbügel nach vorne gezogen. Je nach Jalousienbreite sind so bis zu 6 Träger im gleichmäßigen Abstand zueinander zu montieren. An der Zug- und Bedienseite montieren Sie bitte mindestens einen Träger nahe dem Schnurschloss, um die Zugbelastung für die Oberschiene gering zu halten. Nun wird die Oberschiene der Jalousie in die vorderen Trägerhaken schräg eingehängt und durch Zuklappen der Bügel arretiert. Die Seitenführung wird im Lot nach unten geführt und durch die Winkelträger, die Sie unten auf den Rahmen schrauben, gehalten. Hierzu wird bei leichter Spannung eine Plombe mit Madenschraube auf der ausgemessenen Höhe fixiert und dann in den Seitenführungsträger eingehakt. Ist die Jalousie verspannt, können Sie die Drahtüberlängen mit einer Kneifzange entfernen. Den Haken vom Drehstab im 90-Grad-Winkel einhängen und durch Drehen des Stabes den Lichteinfall stufenlos regulieren. Deco Factory, Ihr Sonnenschutz- und Dekosysteme-Spezialist.